Hallo Whisky-Freunde zu meinem nächsten Video von Blind Whisky und begleitet mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erfahre, erlebe und bewerte. Bewertung tue ich das, wie viel ich bereit wäre, für diesen Whisky denn was auszugeben. Natürlich werde ich dabei versuchen, noch ein paar andere Dinge herauszufinden, woher der Whisky kommt, was für eine ob er Fassstärke hat, ja oder nein und ähnliche Dinge. Aber das ist nicht das genaue Ziel. Das Ziel ist es einfach, dass ich einfach erstmal gucke, wie ist der Whisky und was würde ich für diesen Whisky ausgeben. Gut, wir wollen jetzt den Whisky aussuchen, den wir verkosten. Das ist die Nummer 15 oder habt ihr es gesehen? Ist egal, ich kann hier eine neue Zahl aussuchen, ja, wenn ihr wollt. So, dann nehme ich jetzt die 27. Die 27. Die 27. So, das sind die 7er Reihen hier. Top. 7er Reihen. Hier ist die 1, 7, 14, 21, 28, 27. Das ist die 27. Gut, dann wollen wir mal gucken, was das für ein Whisky ist. Hoffentlich ein guter, denn der letzte Whisky war nicht so toll. So. Dann wollen wir mal gucken. Slantje. Er kommt sehr sanft rein. Prickel kommen in der Nase. Ich rieche ein bisschen Apfel. Bisschen. Ja, Apfel, ja, Zitrusfrüchte würde ich sagen, also so sehr hoch, so ganz fein. Tja, das wird schwierig. Also es ist jetzt kein Whisky, wo ich sage, der wird jetzt kräftig reinkommen. Ja, schwierig, schwierig. Ja, das ist wieder einer der schwierigen Whiskys. Riecht denn, also kein Rauch natürlich, aber nicht mal ansatzweise. Noch nicht mal richtig Nüsse. Er kommt jetzt in die Orangennoten rein. So Orangen-Zitrusfruchtmäßig. Aber er öffnet sich nicht. Also ich krieg nicht viel mehr raus. Okay, gut. Eine Dame vielleicht unter den Whiskys. Zeigt nicht direkt, was sie hat. Dann probieren wir mal. Kommt rein. Relativ wenig. Und dann kommen Kaffeenoten. Richtig schöne Kaffeenoten. Also wenn ich den Whisky bewerten würde, würde ich sagen, das ist ein Kaffee-Whisky. Aber richtig heftig. Er ist, ich sage jetzt mal, klar strukturiert. Böse Zungen sagen eindimensional, aber manchmal kann auch eine Dimension richtig genial sein. Also hier ist es so, dass ich sage, die eine Dimension ist schon ziemlich gut. Er braucht was, aber dann kommt es. Und
Vom Abgang her, ja, dann verstärkt sich die Kaffeenote und ich spüre es jetzt noch. Jetzt ist er noch sehr präsent. Das ist eine echte Diva. So nach dem Motto, ich zeig dir nicht, was ich wirklich kann, ja? Also ich ganz viel, aber da und dies und jenes. Oh, aha. Probieren wir jetzt mal beim zweiten Mal. Vielleicht öffnet er sich dann. Jetzt kommen so ein bisschen mehr die etwas kräftigeren, tieferen Aromen rein. Er prickelt leicht in der Nase, aber angenehm. Ich probiere ihn jetzt zum zweiten Mal. Also, er hat einen Anklang nochmal von Cherry. Sobald Luft im Mundraum reinkommt, wird das so eine Kaffeenote. Jetzt hätte man richtig Kaffeebohnen im Mund. Ah. Das ist wirklich ein super interessanter Whisky. Also, ich bin jetzt ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Ich wüsste keinen Plan, welcher Whisky das ist. Kein Plan. Null. Ja. Dann wollen wir doch mal zu dem Punkt kommen, was würde ich denn für diesen Whisky ausgeben? Ich habe zwar eine Vermutung, welcher Whisky das ist. Ich könnte mir den Aureum vorstellen, der so wäre. Aber sicher bin ich mir nicht. Nein, nein, sicher bin ich mir überhaupt nicht. Deswegen, ich mache es mir einfach. Ich sage ja einfach nur, was würde ich für diesen Whisky ausgeben? Und selbst das ist schwer, weil das so eine Diva ist. Man weiß, da ist noch mehr und trotzdem sieht man es nicht. Ah. Er hat null Fehlnoten. Alles super, alles sauber, alles sanft, alles. Oh. Jetzt kriege ich einen. Aus den Kaffeenoten wird jetzt sogar eine so Röstnüsse-Aromen auch. Oh, sehr, sehr, sehr. Also das gefällt mir schon doch gut, ja. Also was würde ich für einen Whisky ausgeben? Ja, sagen wir mal, also es ist für mich ein hoherpreisiger Whisky. Ich bin mutig. Ich werde jetzt sagen 50 Euro. Wenn es der Aureum ist, dann deutsche Whisky sind ja eh immer teurer, die sind ja bei 60 Euro. Dann wäre ich immer noch zufrieden. Ich sage 50 Euro. 50 Euro, das ist ein viel Geld. Dieser Whisky, der lä lädt dazu ein, diese ganzen Feinheiten eigentlich zu entdecken. Das ist schön, das gefällt mir. Ihr merkt, das Video dauert auch wieder länger, als ich gedacht habe und
keine Ahnung, wie viele Leute das überhaupt ansehen und sagen, hey, ja, super, ne? Weil das Erlebnis liegt natürlich auf meiner Seite und nicht auf eurer Seite. Aber ihr wisst ja schon vorher, was ich jetzt im Glas habe. Entweder lacht euch jetzt kaputt. Also 50 Euro, ich glaube, könnte der Aureum sein, der kostet aber 60 Euro. 50 Euro wäre ich bereit gewesen, blind das Geld auszugeben. Es ist ein feiner Whisky mit einer super angenehmen Kaffeenote. Also richtig schön. So. So, den muss ich noch, schon mal gehabt haben. Den habe ich nämlich zwei Zahlen drauf, aber mit der gleichen Zahl. Also es ist die 34. Ups, da 34 habe ich zweimal drauf geschrieben. Die habe ich also schon mal gehabt. 34. 34, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt es. Loch Lomond. Ich habe 50 Euro gesagt. Loch Lomond, 37 Euro. Ehrlich gesagt, ich bin froh. Ich finde das, also ich habe wahrscheinlich, weil ich ein Aureum im Kopf hatte, aber Loch Lomond, ja, ich würde mal sagen, der Whisky ist sein Preis. Sein Geld wert. Also selbst wenn ich gewusst hätte, es wäre ein Schotte, dann hätte ich vielleicht, dann wäre ich auf die 40 Euro gegangen, aber ey, super, das ist ein super Whisky, wirklich. Schottland, Highlands, Single Malt, 46%. Habe ich gesagt, dass er drüber ist? Nein, habe ich nicht. Dann ist es auch egal. Frisch und fruchtig, grüne Äpfel, Birne, also das Aroma, wohlgemerkt. Frisch und fruchtig, grüne Äpfel, Birne, Zitrusfrüchte, Getreide im Hintergrund. Okay. Geschmack wieder fruchtige Noten, dazu Biskuit, Vanille und Zitronenbaiser. Abgang leicht rauchig. Nein, war nicht für mich. Amerikanische Eichenfässer und sonstiges. Hier steht: drei verschiedene Fasstypen prägen den Charakter der 12-jährigen Abfüllung. Neben Bourbonfässer wurde noch Refill und wieder aktivierte Eichenfässer verwendet. Ja, also Loch Lomond. Was will ich als Quintessenz ziehen? Die Eindimensionalität hätte vielleicht den Preis hätte ich da ein bisschen runternehmen können, aber das, was er hat, ist toll. Ich bin also irgendwie zufrieden. Ich freue mich auch, weil es einfach ein leckerer Whisky ist. Er lädt dazu ein, zu entdecken, und er ist eine Diva. Also Loch Lomond ist für mich jetzt eine Diva. Die Loch Lomond, würde ich jetzt sagen. Okay, könnt ihr natürlich auch anders sehen, aber ich sehe es nun mal so, und das war die Blindverkostung, ganz ehrlich. Und so ist es halt nun mal. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir einen Daumen hoch geben oder einen Kommentar hinterlassen. Ein Abo würde auch ganz toll sein, würde ich mich echt freuen drüber. Weil ich werde das Programm ja noch erweitern, und zum Beispiel die rauchigen Whiskys und Bourbons fehlen noch als Komponente, aber die kommen auch noch. Das wird noch eine Zeit lang dauern, aber es wird kommen. Bis dann. Tschüss.